Sehr gut. Und drei weitere Kronen hier in Richtung der Kronentruhe. Geht heute wieder mal wunderbar schnell. Freut mich natürlich. Rudri aus Tome Banano. Ich hoffe mal, er spielt genauso Banane, wie sein Name klingt. Nichts gegen seinen Clan. Oh, er geht gleich mal volle Pulle ran. Ich hoffe mal, meine kleinen Truppchen wehren hier die Walküre ordentlich ab. Ah, zwei Schläge hat sie abbekommen. Wir setzen noch Bogenschützen hinterher. Der Päcker darf hier nicht durchkommen, aber nein, das schafft er nicht. So, langsam aufbauen. Der Gegner hat ein bisschen Schaden gemacht, das war nicht so super. Vielleicht das Drachenbaby von hinten kommen lassen. Der gegnerische Drache dürfte es sowieso nicht bis daher schaffen. Und jetzt haben wir hier den Counter-Push. Einen Konter. Ich bin schon immer auf Englisch, tut mir leid. Ein Konter hier auf der rechten Seite am Laufen. Bomber noch hinterher. Sehr gut, Gegner hat... Ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Unser Babydrache war so schnell und hat einfach seine Truppen weggefegt mit dem... Mit dem Flächenschaden. Nicht Splash Damage, Flächenschaden. Wisst ihr was? Jetzt nerven wir den Gegner einfach. Normalerweise sollte man das nicht unbedingt so machen. Ich finde das auch gar nicht so cool, aber wir nerven ihn jetzt einfach mal. Kommen jetzt immer mehr kleine Kobolde kommen da raus und nerven den Gegner. Ja, wunderbar. Oh, hört euch mal die Musketierin an, wie krass die schießt. Pam, pam, pam. Babydrache? Babydrache? Packt er den gegnerischen Babydrachen? Oh, ich probiere es mit Pfeilen. 84 Lebenspunkte. 17 bleiben. Ja, klar. 17 Lebenspunkte bleiben dann auch am gegnerischen Turm. Die holen wir jetzt. Wir haben noch eine Minute. Die holen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht mit dem Pfeilen. Seht ihr, auch unsere Bogenschützen haben den Mini-Packer ganz einfach besiegt. Also Mini-Packer bringt's überhaupt nicht, wenn ihr den einfach so reinspammt. Da braucht ihr wirklich etwas für die dahinter, dass ihm dann praktisch ein bisschen Schaden macht. Ja. Ja, unser Riese hat's, obwohl der Gegner versucht hat, irgendwie abzuwehren, hat's unser Riese doch geschafft, da durchzukommen. Drei Kronen. Ich glaube, so eine gute Statistik. 17 Siege, 13, 3 Kronen Siege. Nicht schlecht. Brauchen wir nur noch eine und schauen wir mal. Schauen wir mal kurz in unseren Clan rein. Mittlerweile sind wir 50 Mitglieder. Wahnsinn. 50 Mitglieder innerhalb von 3 Tagen oder so. Ach ja, wir könnten um Karten bitten. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Jetzt überlegen wir. Wir überlegen. Ich überlege allgemein sehr, sehr häufig, wie man schon bemerkt hat. Wir könnten die kleinen Skelette zum Beispiel anfragen und verbessern. Die sind erst Level 3. Das mache ich doch glatt, weil die mag ich sehr, sehr gerne. Ich bitte um Karten und hoffentlich bekommen wir hier gleich ein paar zugesteckt. Und für die Kronentruhe brauchen wir nur noch eine Krone und die holen wir uns jetzt doch gleich. Oder wir warten noch. Ich weiß es nicht. Ah, Claudi hat Leonie besiegt. Sehr interessant. Vielleicht machen wir nachher auch einen Testkampf. Oder wir machen den Testkampf jetzt. Und holen danach noch die letzte Krone. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Testspiel. Wer mag mich live besiegen? Fragen wir jetzt einfach mal. Ups, besiegen. So. Only Level 3 bitte. Nicht, dass wir so wie letztes Mal wieder gegen JMS20 spielen oder sowas, der uns dann richtig fertig macht. Das wäre natürlich nicht so super. Irgendeiner bitte. Oder Level 4. Oh, da hat uns schon jemand angenommen. Ja, wir spielen gegen Claudi. Vielleicht kennt sie noch der ein oder andere. Das ist Claudia oder auch Wolke aus Semperrapmus oder auch aus den Lieblingen bekannt. Sehr cool. Jetzt haben wir Claudi mal live. Hallo Claudi, ich wink dir hier imaginär zu. Koboldhütte hinten hin. Wir besiegen dich. Definitiv, Claudi. Wir machen dich fertig. Oder sprechen wir hier mal Drohungen aus? Gibt's sowas? Nein, natürlich nicht. Aber ein Thumbs up geben wir ihr mal. Mini-Packer Riesen von links. Oh, das wird für den Mini-Packer einmal Skelette. Eine Musketierin hinten hin. Ich glaube, ich habe zu langsam reagiert.
Ich habe viel zu langsam reagiert. Bogenschützen hier rechts. Ja, ja, ich habe 600 Punkte hier abgegeben von meinem Tower. Das war vielleicht nicht gar so schlau. Aber ich glaube, wir holen hier mehr, weil der Riese tankt halt wirklich ordentlich und die Bogenschützen machen da hinten mega Schaden. Yay, wuh, gleich mal hier Punkte geholt. Den ersten Turm hier besiegt. Jetzt gehen wir auf den rechten Turm, weil ich möchte es hier nicht übertreiben. Kobold hätte rechts unten hin, diesmal die andere Seite, auf die wir jetzt den Fokus legen. Dann, wir haben relativ viel Elixier momentan. Hier, Mini-Packer kommt. Skelette setzen wir. Skelette machen diesen Mini-Packer so schnell fertig, das ist echt der Wahnsinn. Bogenschützen hinten hin, damit der Riese nur ein oder zwei... zwei Schläge abbekommt. Und ihr seht rechts, der Turm verliert wirklich permanent Lebenspunkte. Der Turm von Claudi auf der rechten Seite, weil da meine kleinen Kobolde immer hinlaufen und immer einen Speer nacheinander hinwerfen. Und ich rede schon wieder zu viel, wir müssen wieder einen Riesen setzen und Musketieren hinten hin. Komm schon, Claudi, hau ein bisschen rein. Drachenbaby links hin. 700, das dürfte doch klappen. Ein Feuerball. Geben wir hier mal ein wütend. Ja, wenn Claudi jetzt hier gerade ihre kompletten Truppen verbrät, dann gehen wir doch einfach volle Pulle auf 3 Sterne. Das ist mir jetzt wurscht, wenn sie einen holt. Wir gehen hier einfach auf 3 Kronen. Ja, perfekt. Perfekt. Wie gesagt, manchmal muss man ein bisschen, ich hätte vermutlich auch verteidigen können und dann noch die 3 Kronen holen können, aber... Lassen wir das mal so. So, gut gespielt. Gut gespielt, ich schreibe schon wieder Schmarrn. Gut gespielt, Claudi. Schreiben wir hier mal. So. Denn hat sie echt gut gemacht. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja eigentlich schon fast Level 4. Fast Level 4. Sie sagt gerade, der Unterschied im gleichen Level ist ja schon echt riesig. Ich sag ihr mal, dass ich jetzt fast Level 4 bin. Und man sieht schon, also wenn man ihre Truppen anschaut, sie hat momentan Level 3er häufige, also ihre häufigen Karten sind Level 3, der Riese ist Level 2, der Mini-Packer ist Level 1. Wenn wir im Vergleich dazu unsere Truppen anschauen, wir haben Level 4er und schon Level 5er gewöhnliche Karten, sowie Level 3er und Level 2er seltene. Also wir sind da in allen Level von den Truppen eigentlich ein bisschen besser als sie und es reißt einfach raus. Ja, sie hat auch gerade gesagt, sie ist erst gerade eben 3 geworden, da sehen wir das auch. Dann holen wir doch die letzte Krone noch. Die letzte Krone. Oha, gegen einen Level 4er Takabi. Das letzte Katakana kann ich nicht wirklich lesen. Taka... Ja, keine Ahnung. Tut mir leid, mein Japanisch ist etwas eingerostet. Ich muss wieder etwas nachlernen, glaube ich. Ja, bitte, was macht denn der da? Der macht mir Schaden. Das gab's ja noch nie. Der macht mir Schaden. Habe ich mich vermutlich hier für die falsche Seite entschieden, wenn er erst auf seiner rechten Seite gepusht hat. Und ich habe mich auch zu lange mit seinem Namen beschäftigt. Dann überlegen wir... Jetzt kommt auf der linken Seite ein Prinz angestürmt. Wir machen das jetzt ganz schlau. Wir setzen die Bogenschützen hinter ihm. Yes. Riese. Ach, verdammt. Verdammt. Nein, das wollte ich gar nicht. Das war zu spät. Das war zu spät. Oh nein. Oh nein. Ja, willst du ihn fertig machen? König hier hatte ungefähr überhaupt gar keinen Bock, den Prinz zu besiegen. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Der hatte einfach keine Lust. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, soll mir auch recht sein. Dann gehen wir hier erstmal auf den Ritter auf der linken Seite. Der Bomber nervt natürlich wieder. Hallo König, starte bitte einmal deinen Angriff. Der Bomber ist... Und schon wieder ein Prinz auf der rechten Seite. Ja, was mache ich denn jetzt? Drache.
komm schon, bitte besiegt diesen Prinz. Heieiei, der ist schwierig. Wir sind zwar trotzdem in Führung, aber es läuft noch nicht so perfekt. Der Drache dürfte jetzt auf den König draufziehen, deshalb gehen wir mit dem Riesen von links hin. Ich hoffe, der Gegner fokussiert sich jetzt erstmal auf den Drachen, der jetzt leider schon Geschichte ist. Dann setzen wir den Bomber links hinterher. Das dürfte uns den zweiten... Ja, eine Hexe direkt vor meiner Haustür. Direkt vor meiner Haustür. Finde ich aber gar nicht nett. Und eine Walküre auch noch. Dann setzen wir rechts noch ein paar Skelette hin und dann gehen wir auf drei Kronen hier mit dem Drachenbaby und einem Bomber noch hinterher, hinter den Riesen. Mal schauen, was er jetzt macht. Und noch eine Musketierin hin. Warum wirft er einen Feuerball auf meinen Turm? Das soll wer verstehen. Versteh wer die Japaner. Versteh wer die Japaner. Naja, trotzdem ein gutes Spiel gegen Taka... Pi... Pi... Ich glaube, es ist ein Pi oder so. Naja. 30 Trophäen und das war unsere Kronentruhe.